Hallo und willkommen zurück zu Let's Play. Tragen Sie der Zeit. Habe ich schon gesagt. So, ich bin geistig her schon im Nachfolger. Gut. Ich würde gerne noch ein paar Leute bestehen, dass es mir nicht entgeht, auch wenn nur Kleinigkeiten dabei sind. Ich will es auf jeden Fall mal gemacht haben. Ich habe mal geguckt, es gibt, also ich habe mir entsonnen und auch mal eben überlegt. Was da eigentlich noch für Aufgaben? Was, das missliegt dir immer noch? Na gut, klar, das hast du inzwischen von 15 drin, ne? Von 17 drin. Aktuell können wir das sogar nicht mehr leveln bei dir. Da du Level 10 bist. Willst du mir immer noch sagen, du verkackst bei dieser Scheißruhe, das ist doch bestimmt nur Müll drin. Warum hat diese Truhe eine Erschwernis von 15? Du musst trotzdem inzwischen deinen ziemlich guten Stats. Hier, guck mal, Grenzen plus 2, Fingerfertigkeit plus 4 sogar, Gewandheit plus 1 und Glückheit plus 1 und trotzdem perfekte Werte und trotzdem verkackt sehen. Guck, und dann nur für den Breitschwert und Wurfball. Weißt du was? Breitschwert kann direkt. Hat der eigentlich neue Sachen bekommen? Ah, ne, sind alle. Ne, ich glaube, da hatte die vorher schon. Breitschwert und Wurfball kann direkt wieder haben. Hey, du Lederhose kannst du uns auch mal abnehmen. Und die Lederbeinschienen auch. Vormanns Backenhelm haben wir noch einen. Vormanns Mantel nehmen wir logischerweise auf. Kennerschuhe nehmen wir auch. Die brauchen Beinschienen. Die Schnürstiefel können aber weg. Die brauchen Schulterplatten auch. Zur Stelle. Na klar. Okay, was ist denn ein Kuras eigentlich? 5-2. Okay, ja. Egal. Spielt keine Rolle. Wie gesagt, so viele Aufgaben sind gar nicht. Ich glaube nur zwei normale. Und dann können wir uns, glaube ich, schon mal bei unseren Arbeitsgeber bei den Störrepanzer mal melden. Vorher möchte ich aber ganz kurz mir... Um die Quest kümmern wir uns gleich. Das glaube ich nicht. Komm, lass uns vorher noch ganz kurz etwas aneignen. Einmal für die Klattesten und Fähigkeit. Ja, die Klasse geht auch mal wieder was. Die wir lernen, die ich lernen möchte, die ich jetzt schon lernen kann. Und zum einen möchte ich für den guten... Erstmal legen wir noch ein paar Sachen in den Schrank ab, wenn wir schon mal hier sind. Nehme ich den Fuhrmannsmantel. Was befehlt ihr? Bieten Armschienen, dunkle Lederhose. Muss man nicht unbedingt nach, ob wir die schon haben. Nehmen das Holz, der schon wieder das Rob schleppt. Bei Rondra. Und wir holen uns aus der Waffenkiste mal den Andergaster, weil das beste Zweihandschwert ist. Nur ich wollte halt, überlegen jetzt offscreen, ob ich den Andergaster nehmen soll. Oder ich doch Tuska behalte. Tuska macht halt 2W5 bei ihm. Der Andergaster macht ganz 3W3 bei ihm. Also dreimal wird ein Würfel gewürfelt, ne? Plus 2. Hier wird nur 2 der Würfel gewürfelt, da kriegen wir auch 5 auf jeden Fall. Und es macht 50% Chance auf 100. Ich weiß wirklich nicht, was davon besser ist. Ich gehe aber mal einfach nach dem Würfelergebnis und dass der Andergaster besser ist, deswegen gebe ich mir den. Aber ich lasse trotzdem Tuska mein Inventar. Falls mir auffällt, dass Tuska vielleicht doch ganz wichtig ist wegen den Wunden, dann nehme ich doch wieder Tuska. Das wollte ich gemacht haben. So, jetzt gehen wir mal über die Landkarte. Nach Fuhrmannsheim. Da müssen wir nicht, müssen wir nur einen Laden kriegen. Und da würde ich ganz gerne für die Klades noch was lernen. Ah, das kommen wir von hier, okay. Oh, und die Kisten hier haben wir auch noch nicht zerstört. Blumenholz. Oh, Blumenholz. Yay. So, und dafür müssen wir in die Diebesgilde. Und ich hoffe jetzt auch mal, dass meine Erinnerungen recht sind und der die Fähigkeit jetzt seit der letzten Hauptgesamt. Ne? Dass der die hat jetzt. Was ich mir denke, dass er hoffentlich. Also, wo ich mir denke, dass er hat. Ich bin wieder bei Kladdes ihren Daddy vorbei. Das ist her, ganz übrigens Abenteuer, waren wir hier. Aber was er jetzt gerade gesagt hat. Was hast du eigentlich schon zu Verkauf? Wie der Fingerfertigkeit. Fingerfertigkeit plus 1. Aktuell haben wir ja den Klinge der Klugheit fürs Zaubern und alles reden jetzt genauso gut. Ich glaube, ich kaufe mal die Dietische auf, aber mal für Notfälle.
Eigentlich wollten wir eher was bei dir lernen. So, und zwar... Genau, da hat er es gezielt, der Stich. Das ist nämlich jetzt neu für ihn. Da muss ich ausweichen 2. Und da würden wir jetzt auch die Jammerpunkte gerne mal ausgeben. Sei Fähigkeiten, klar, dass ihr Nahkampf noch mal ein bisschen aufbessern. Und sie kann jetzt Ausweichen 2 benutzen. Hat er hier irgendwo noch defensiver Kampfstil oder so? Aber defensiver Kampfstil wäre vielleicht auch mal eine Überlegung wert für die Claudius, aber ja. Ich habe aktuell ihre, ihre Fähigkeiten, was Nahkampf und so weiter angeht, noch nicht so gut verteilt. Klingensturm würde ich ja ganz neu lernen, aber das kann man im aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Und Todesstoß, das sind die beiden Sachen, die ich noch lernen will. Das ist im aktuellen Zeitpunkt nicht möglich. Und defensiv natürlich, da kriegt sie noch Ausweichen 3. Ich finde die ganzen anderen Rest brauchst du nicht, weil wir finden, ich kann mich an keinen Schild erinnern aktuell, außer das Holzschild, was halt schlecht ist, wo wir benutzen könnten für den Magier, deswegen Schildkampf kriegst du auf jeden Fall nicht gelernt, Ausdauer brauchst du ja nicht zwingend. Zauber würde ich hier unbedingt noch ein paar neue lernen, aber wir haben aktuell keine Lehrmeister für Zauber. In Ferdok gibt es eine einzige Lehrmeister für Zauber, das ist die an dem Praios-Platz und die hat nichts Neues. Da werden wir jetzt gleich in dem Gebiet, wo wir gleich das nächste sind, Talon, wie wir schon gehört haben. Da kann ich euch sagen, gibt es einen Magier, der kann euch alles beibringen, was ihr wissen wollen. Und sobald wir da waren, bei den dortigen Lehrmeistern und den dortigen Händlern auch, haben wir wirklich alles, was wir brauchen, fürs Beste entgegen. So, was geht hier? Ah, ihr kommt genau richtig. Wie sieht denn das? Ist was passiert? Und ob was passiert ist, ein schreckliches Ungetüm hat sich in meiner Schenke breit gemacht. Ich konnte das Vieh gerade noch einsperren. Ungetüm, das müsst ihr mir näher erklären. So ein Magier kam mir damit in meinem Gasthaus, sei es nicht sauber, und prompt zauberte eine riesige Schabe hervor. Dann ist er einfach abgehauen und hat uns mit dem Ding allein gelassen. Mein Haar und wir hätten uns nicht mehr in die Sicherheit bringen können. Ich schlag dieses Vieh tot, bevor es sich noch befreit und meine Stammkundschaft auffrisst. Wenn es weiter nicht ist, das haben wir gleich. Laufen wir mal, dass ihr auch noch so mutig seid, wie ihr das Vieh gesehen habt. So aufgeschlossen habe ich. Reingehen müsst ihr schon selber. Wir halten hier draußen die Stellung. Und erzähl mir nicht, wie ich meine Schenke zu führen habe. So, wo ist die Schabe? Ah, das Ding. Mal sagen. Erste Prüfung für den guten Troll da. Hier direkt sein Problem ist die Ausdauer. 20. Da ist einfach gleich mal den Stich ausprobieren. Da seht ihr ihn. Zack. Ach, Schaden kann ich so wenig weg, glaube ich. Sehe daran, dass er gut geboostet ist. Das hat mir jetzt mehr Schaden gemacht. Alter, Stufe 11 erreicht. Schabe in der Schenkel ist aktualisiert. Und sie hat nichts dabei. Ist das Vieh tot? Mausetot. Na, wusste ich doch. Auf euch verlasst. Hab vielen Dank für eure tatkräftige Hilfe. Gang in Talon, das ist unsere nächste Quest. Okay, und schon ist nur noch... sind nur noch 2 Quests übrig, die wir noch machen können. Die werden langsam leider auch weniger. Dafür haben wir dann in Talon hoffentlich ein paar neue. Also noch ein paar mehr Nebenaufgaben. Ich würde sagen, als nächstes geht's mal in den Hafen zu unserem Arbeitsgeber bei der Störbrands. Da ist auch der Weg dahin.
Ferdok ist wahrlich nicht mehr so ruhig und sicher wie einst. Viele Flüchtlinge aus dem Osten werden hier kaum mehr Schutz erfahren haben als in ihrer Heimat. Okay, schauen wir mal, was unsere Arbeitsgeber zu tun haben. Wir müssen Trader mal kurz sein. Eine Vergiftung heilen. Schnell, geht ins Lagerhaus. Herr Störrebrand wartet schon auf euch. Es ist dringend. Okay. Da kommen ein paar Arbeite. Schauen wir mal, was los ist. Also sie wird erstmal sein, Sklave aus der Störerbrands. Wie viele Kisten hier? Tretet näher. Mein Name ist Emmerand Störrebrand. Es freut mich, euch begrüßen zu dürfen. Der Emmerand. Ja, Sir, das ist korrekt. Was passiert? Erlauben Sie auf, geht herum. Es schmerzt mich zutiefst, euch dies zu erzählen. Doch ihr müsst davon erfahren. Das Haus Nisbeck hatte uns zu Friedensverhandlungen auf neutralem Boden geladen. Regulan sollte sich mit Vito Nisbeck vor den Toren des Praios-Tempels treffen. Das Ganze entpuppte sich als Falle. Von Vito Nisbeck lanciert und verübt von diesem Taschmann. Da das Treffen am heiligen Tempel des Praios stattfinden sollte, hatte Regulan nur wenige Leute zu seinem Schutz bei sich. Doch wurden sämtliche Begleiter unter einem Vorwand von der Stadtwache abgeführt. Dieses Scheusal von Obergardist schreckt für Geld vor keiner Schandtat zurück. Dort, in Praios Antlitz, habe ich meinen geliebten Sohn verloren. Durch die Hand dieser Ratte. Regulan. Was sein Verlust für mich bedeutet, vermag ich kaum in Worte zu fassen. Niemand soll glauben, dass er mit dieser Untat davonkäme. Auch keine Ulvine Nisbeck. Meinen Zorn zu wecken ist gefährlich. Sehr gefährlich. Nun brauche ich eure Hilfe. Natürlich werde ich euch helfen. Wie kann ich, was kann ich euch tun? Hab Dank. Mein Sohn sah an euch einen Freund. Ich tue dies auch. Nehmt mich immer ran. Nun, Taschmann dachte wohl, dass er diesen feigen Mord vertuschen könne. Sich mit weiteren Lügen aus der Situation herausfinden wollte er sich. Dem ist nicht so einfach. Auch wir Störrebrands haben überall Augen und Ohren. Und es gab Zeugen. Und die Stadtgarde hinter dem ehemaligen Obergardisten her. Doch er ist untergetaucht. Ferdok konnte er endlich verlassen. Alle Stadttore werden kontrolliert. Meinen Informanten zufolge gibt es nur eine Möglichkeit für ihn, der Stadt zu entfliehen. Und das über den großen Fluss. Ihr sollt ihn für mich finden. Sucht Taschmann. Er darf Ferdok nicht verlassen. Wenn ihr ihn findet, tötet ihn nicht. Das Sinn brecht ihm jeden einzelnen Knochen in seinem Leib, aber lässt ihn leben. Ich brauche ihn als Zeugen gegen Ulvine Nisbeck. Ich zerstöre dieses nächste richtige Haus und es ist das Letzte, was ich tue. Es ist meine Ehre, euch zu helfen, für das Andenken Regulans. Nichts anderes habe ich noch nicht erwartet, Pilke. Auf erster anderer Stelle sollte einer meiner Informanten sein. Zusammen laut Kalander Kubinetz, er hat einen Marschstand nicht unweit von der Anlegeplätze. Er weiß über alles Bescheid, was am großen Fluss vor sich geht. Der gute Regulan ist gestorben. Schade. Drum. Machen wir mal direkt die Arbeit, diesen Taschmann zu finden. Den sie schon öfter sauer aufgestoßen. Was er da getrieben hat. Und jetzt hat er es komplett. Ich würde mal sagen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Ich zeige euch mal Captain Nilprak, mit dem haben wir nie geredet. Ja, der ist bekannt aus Am Fluss der Zeit. Und da ist er unser Schiffskapitän. Das werdet ihr dann sehen, wenn ich den Teil direkt nach dem hier übrigens im Anschluss spiele ich jetzt mal die Mod hier vom normalen Trag sagen und danach spielen wir dann eben Am Fluss der Zeit nochmal. Also das Replay ist Am Fluss der Zeit. Und da werdet ihr dann auch wieder treffen, dass ihr jetzt übrigens auch das sogenannte Schiff von Am Fluss der Zeit. Also vom Aufbau her. Und ja, das ist sogar die, die Figur von Am Fluss der Zeit.
Ne, also ich werde das Schiff ja am Fluss dann nochmal sehen. Und das ist unser, ich meine, der Kapitän davon damals. Den Zwölfen zum Gruße. Ein schönes Schiff. Ich nehme an, ihr seid der Kapitän. Eigentlich kennen wir ihn. Ihr müsst bedenken, das Drangsang wurde ja als erstes entwickelt. Spielt einige Jahre später nach am Fluss der Zeit im zweiten Teil. Bedeutet, die Entwickler haben sich damals nicht ganz so gedacht, okay, gibt es einen zweiten Teil, da waren sie sich nicht ganz sicher. Und deswegen gingen sie halt immer von aus, dass wir die Leute nicht kennen. Aber theoretisch kennen wir die Prack, weil wir den aus dem Fluss der Zeit kennen. Oder zumindest Falcon müsste ihn kennen. Ja, da bin ich. Gestatten die Prack, Lando die Prack. Ich und die Talaria haben schon viele Abenteuer auf dem großen Fluss erlebt. Ah, das gibt's doch nicht. Captain Dilipar, auch wieder mal wieder am Land. Okay, Falcon kennt ihn. Das passt nämlich, weil, wie gesagt, Ardo und Falcon waren immer logischerweise am Fluss der Zeit auch dabei. Und ja, da war das hier unser Schiff, ist das hier unser Schiff, mit dem wir dann fahren werden. Aber eigentlich ist unser Hauptheld da auch mit dabei. Bloß eigentlich unser Haupt müsste ich auch noch an den erinnern. Tut er aber leider nicht. Beim Flussvater, der alte Falcon, ich glaub's nicht. Wo ist sein Bart? Das ist eine längere Geschichte. Darf man fragen, wo ihr euch kennt? Deshalb, wenn gerade im Moment ist mir nicht danach Geschichten zu erzählen. Eigentlich wollte ich einen alten Freund besuchen. Von der Stadtwache muss ich dann erfahren, dass er tot ist. Ermordet. Klar, mein Kapitän, dafür hat keiner mehr Verständnis als ich. Auch ich wollte einen alten Freund und Mentor besuchen. Aber vom Überstamm. Ihr habt das gleiche Schicksal erhalten wie euer... Er hat das gleiche gesagt wie euer Freund. Was, ihr kennt Ardo? Der ist wahrlich ein Dorf. Er ist der Freund, den ich besuchen wollte. Andererseits hätte ich euch selbst drauf kommen können, wo der Vorgang bei euch ist. Ich bin mich umso erfreut, euch kennenzulernen. Seid euch gewiss, dass ich in Vorgang stets in Ardos Geister handeln werde. Trotz der düsteren Zeiten freue ich mich, dich zu sehen, Dietpark. Jetzt, wo wir wissen, dass du mit der Tannerei hier ankehrst, werden Pilgrim dir bestimmt öfter einen Besuch abstatten. Hätte ich doch Lust, den einen oder anderen Schwank aus den alten Tagen mit mir zu teilen. Na gut, weil ihr seht, das möchtet ihr wissen. Wie seid ihr eigentlich Schein der Zeit? Können wir so ein Schiff erzählen? Das machen wir, finden wir in alles in der Zeit selber raus. Einen Augenblick noch. Entschuldigt, dass ich euch so überfalle. Für Güte habe ich mich bei solchen Dingen an Ardo gewandt. Vielleicht würdet ihr mir helfen. Erzähl mal, worum geht es denn? Nun, jetzt sei es mir etwas unangenehm. Also ist es so, jedes Mal, wenn ich eine Fertigung anlege, machen sich ein paar meiner ehemaligen Matrosen den Jux und klauen mir etwas von meiner Ladung. Für Güte ist das nicht weiter tragisch, da sich die Sachen kurz vor dem Auslaufen meist wieder einfinden. Nur diesmal haben sich die fexverfluchten Halungen eine höchst gemeine Sonderlieferung für den Grafen von Fertigung stibitzt. Geheime und nicht gemeine. Mein Schiff kann ich nicht ohne Aussicht lassen, bei dem Gesocks, das sich hier im Hafen rumtreibt. Also kann jeden Moment der Unterhändler des Grafen nochmal aufkreuzen. Mir wirklich sehr geholfen, wenn ihr euch um die Sache kümmern könntet. Also gut, ich will euch nichts abschlagen, was Ardo euch gewährt hätte. Ich werde diese Geheimdung wieder beschaffen. Das ehrt euch sehr. Es soll nicht euer Schaden sein. Unter uns, ich weiß genau, wer von meinen ehemaligen Leuten das Ding gedreht hat. Sucht nach Vierfinger Salm in der Taverne Sanfte Sau. Legt in Fuhrmannsheim. Dort verbringen diese Taugenichte den lieben langen Tag. Passt aber auf mit den Burschen, die sind mit allen Wassern gewaschen. Jemand sich der sieht, haben sie einem der letzten Helle aus der Börse geangelt. Und bitte beeilt euch, ich will den Hundehändler des Grafen nicht nochmal vertrösten müssen. So muss auch Kapitän, ich werde schon dafür gut sein. Ich bin bald mit der Lieferung zurück. Wart noch, schaut mal einfach für euch. Dieses alte Rezept habe ich damals von Ardo bekommen. Ich denke, es wird euch noch von großem Nutzen sein. Naja, jedenfalls werdet ihr keinen Hunger leiden. Ardos Heldenfrühstück. Dieses Frühstück kann ich hier zubereiten, wenn er einige Kniffe aus dem Rezept kennt und die richtigen Zutaten hat. Das Geheimnis, sie dürfen nicht frisch sein. Er hört die Auswahl für 2 Minuten 5. 2 Malzbrötchen, 2 Äpfel, 1 Nüsse. Alchemie-Talent wird 1. Reicht da. Ja, das ist ein Objekt aus der Gold-Version. Das ist ein Bug, das er nicht mehr mit uns reden will danach. Das ist eben ein Objekt aus der Gold-Version von Drakensang. Und der steht auch nur hier in der Gold-Version da. Die fragt dann auch nur die Quest gibt es in der Gold-Version. Also Kalandor Kupines, was hast du zu sagen? Kalandor Kupines, mein Name, und exotische Waren aus ganz Aventurien in meine Sortimente. Ich bin auf Geheiß Emmeras Steuerbahnzieher. Meint ihr, ihr wärt der richtige Mann für mein Anliegen? Gewiss, gewiss, wie kann ich helfen? Man sagte mir, ihr werdet stets im Bilde über das, was sich am Hafen tut. Ich suche einen Mann. Er wird versuchen, Fertig auf dem schnellsten Wege zu verlassen. Am schnellsten ging er nicht über den Fluss. Es ist also ein Passagierschiff. Nun ja, solche gibt es hier eher selten. Die meisten Schiffe, die hier Halt machen, sind nun mal Frachtschiffe. Was aber nicht heißen soll, dass man sich nicht bei der einen oder anderen eine Überfahrt erstehen könnte. Wenn jemanden kennen würde, der solche Überfahrten dennoch ermöglicht, was würdet ihr dann für diesen Namen verlangen? Nichts in eurem Falle. Patras hat das Geschenk an Emmeran Steuerbrand. Küssen herzlich von mir und bekundet ihm nochmals mein Beileid für den Verlust seines Sohnes. Das werde ich. Wen muss ich aufsuchen? Wo finde ich diese Person? Lass mich überlegen. Ja, um dieses Holz sollte sie noch da sein. Ihr solltet euch sputen. Geht nach Fuhrmannsheim, dort am Boden solltet ihr eine Anelia Enko vorfinden. Das nötige kleine Hilfe schafft die Leuten ein ruhiges Plätzchen zwischen den Säckenkisten der Transportschiffe. Wenn diejenige also in den Fluss aus Fertig verschwinden will, dann kann er eigentlich nur bei ihr gewesen sein. Aber danke, schon mal sofort auf den Weg. Er sollte ihr den verlassen, nämlich wieder einige Schiffe in den Hafen. Er könnte bereits auf einem von ihnen sein.
Okay, dann schnell. Auf nach Fuhrmannsheim. Die Schleuserin. Verdammt, neugierige Gesellen. Erledigt das. Ludger Taschmann. Wenn das nicht unser Taschmann ist, in Disguise. Ich versuche mein Bestes. Einkreisen! Brecht ihren Widerstand! Zur Stelle! Ja, ist gut, Strunkler, ey. Sehr wohl. Ja, womit kann ich behilflich sein? Anina Enko, Taschmann, wo will er hin? Auf welchem Schiff habt ihr ihn untergebracht? Redet! Taschmann, Schiff, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich warne, aber ich bin nicht die Dumme mit mir. Ich habe euch doch noch gesehen, wie ihr mit ihm um einen Überfahrt verhandelt habt. Überfahrt, ich weiß ehrlich, wovon ihr da redet. Sprecht weiter, aber ich werde mir der Stadt gerade zurückkehren, die sich nur für eure Geschäfte interessieren. Schön gut. Dieser Taschmann ist auf dem Weg zum Hafen. Dort liegt die Horasia vor Anker. Er hat sich doch nach einem kleinen Platz ergattern können. Sie soll heute noch ablegen. Horasia sagt ihr, Gnade euch die Götter, sollte entkommen. Tretet näher. Fische, erst heute Morgen im großen Fluss gefangen. Na gut. So lange ist noch Zeit. Die Truhe hier habe ich jetzt nämlich auch schon vergessen. Da ist auch noch nicht ein Arm schon drin, ey. Okay. So, hier kommen wir auch nach. Zurück in den Hafen. Das ist toll, wo wir vom regulären Schlüssel bekommen haben. Das wird sich jetzt nochmal nützlich machen. Okay, dann schauen wir mal. Ich lege es mal wieder an derselben Anschlägestelle an, die wir schon kennen. Muss aber wieder speichern. Schauen wir da gerade mal ein. Da steht er. Taji, bleib stehen. Wieso beim Namenlosen verfolgt ihr mich? Es scheint, ihr habt euer Schiff verpasst. Wartet, ich kenne euch. Natürlich. Pelikam, was wollt ihr? Ich verhafte euch hiermit wegen Mordes. Ihr sollt friedlich mitkommen und euch der Stadt gerade stellen. Wegen Mordes? Ha, dass ich lache. Ihr könnt mir keine Verbindung mit dem Tod Ados und Eberscham beweisen. Lächerlich. Ado, was hattet ihr Ratte mit dem Tod an meinem Freund zu tun? Ich bin hier wegen Gilgeland Störrebrand. Was, was ich meinte ist... Sprecht das mal, solange ihr noch sprechen könnt. Eure Lügen werden euch diesmal nicht retten können. Und toll mit euch und euren Freund. Es war nichts Persönliches. Er schnüffelte halt nur ein wenig zu intensiv in den Angelegenheiten der Nightworks herum. Deswegen habt ihr ihn umgebracht. Nein, ich habe keine anderen vorne gelegt. Wir haben es nur mit meiner Hilfe aussehen lassen wie ein Ritualmord. Ihr seid ein Rattetaschenmann, das Geschwür Ferdox. Sprecht, wer hat alle umgebracht? Jandrik. Allerdings. Wie es scheint, ist unser Herr Obergardist mal wieder etwas zu redselig. Auris Nasus Oculus! Was hat das zu bedeuten dann? Was macht ihr hier? Erklärt euch! Spart euch euren Befehlston für eure Straßenköter und Handlanger auf! Ist euch etwa entfallen, dass das Haus Nicebeck nicht mehr Mitwisser duldet, als für seine Pläne nötig sind? Nein. So vergesslich könnt selbst ihr nicht sein. Wie es scheint, Ludger, seid ihr einfach nicht zur Verschwiegenheit in der Lage.
doch dann, dass dir die wichtigsten Einzelheiten aus. Über die Qualen, die dieser Ardo vom Eberstamm durch meine Hand erlitt, bevor ich ihm zusammen mit seinem Herzen das Leben entriss. Verwunderlich. Ich hatte gehofft, dass er wimmern oder gar um sein räudiges Dasein betteln würde. Obwohl ich mir so viel Zeit mit seinem Tod ließ, wollte er einfach keinen Schmerzenslaut von sich geben. Doch genug in schönen Erinnerungen geschwelgt. Vielleicht gelingt mir ja bei den hier Anwesenden, was mir bei eurem Freund nicht gelang. Ignis Fero! Die einen sich brennen, sie gute Gladys. Verdammte Dreckskerle, ey. So redet niemand von Ardo. Das gibt's volle Kampf. Ich zeig dir jetzt auch, dass ich zaubern kann. Einkreisen. Formation. Man, du fängst mal an, in mir zu schlagen. Lass das mal vorgrimmen. Das ist ein jämmerlicher Zauberer, der kann nicht viel aushalten. Auf geht's. Das bin ich. Erstmal sind die geschlagen, so. Hier brennt alles. Taschmal liegt da tot. Liegt gleich nach meinem eigenen Feuer. Ich hab das Feuermagier, das sieht's schon. Formation! Einkreisen! Bam! War nicht drauf. Formation! Nein, in der. Auf geht's. Alter. Bam! Was hat denn für Moves drauf? Okay, jetzt an der ganze Kampfmagier, die können auch normal kämpfen. Nice Successen. Bam! Da sind halt noch. Ja, Eintrag ist Geschichte. Ich habe anscheinend Taschmanns Wagen und den elenden Hund. Das bin ich. Verdammt, Taschmann ist tot. Wir können also nichts mehr. Und guck mal, das Schiff ist sogar versenkt worden. Okay. Der Eintrag war also dafür verantwortlich, dass der gute Ardo gestorben ist. Wir haben einen Questschlüssel, Questgegenstand bekommen. Ardo Schlüssel. Dieser Schlüssel öffnet die Tür zu Ardos Arbeitszimmer. Ja, da können wir nämlich dann auch rein. Dafür wird die alte Neisbeck bezahlen. Ulvine Neisbeck ist nicht zu unterschätzen. Wir sollten uns gut rüsten, bevor wir sie in ihrem Konto zur Rede stellen. Okay. Ardo wird gerecht werden. Träge alle Tante Ulvine, ey, der Spaß an der Gast der Kampfmagier da. Wie ihr redet von... Ich hab ihm das Herz herausgerissen, ey, boah. Also ich finde, die Quest geht einem, finde ich, dem Haupthelden und allen ein bisschen, vor allem wenn du Ardo aus dem Fluss der Zeit kennst. Und da ist er wirklich, also wirklich cooler Charakter. Dann hast du da richtig, also wenn er dann so redet. Also hier in Drangsang bedeutet, also wenn du jetzt Drangsang spielst, weißt gar nicht, wie wichtig eigentlich Ardo für die ganzen Ereignisse so ist. Und wie traurig es ist, dass er stirbt, dass er ermordet wurde. Am Fluss der Zeit lernst du dann näher kennen. Das heißt, ich hab's ja erst so gespielt, ich habe ja erst am Fluss der Zeit gespielt und dann das normale Drangsang. Also in der geschichtlichen Reihenfolge quasi. Nicht in der Reihenfolge des Erscheinens. Und ja, deswegen habe ich dann Ardo ziemlich gut gekannt. Ja. Na gut, der Kaufmagier ist jetzt gekillt. Ist gekillt. Wie sieht es aus? Habt ihr schon alles erledigt? Ja, der Angriff mit Tarzan endete leider etwas anders als geplant. Berichtet, was ist passiert? Ich konnte den Vormann dann auswendig machen und wollte ihn bis zum Hafen. Dort wurden wir von Ulvine Nicebergs Hausmarke überrascht. Er tötete Taschmann. Wie scheint, sind die Nicebergs in mehr involviert als mit dem Mord an eurem Sohn. Selbst mein Freund Adolf im Ehestamm war ein Opfer des Hauses Niceberg. Taschmann ist tot? Das bringt der Gerechtigkeit nichts. Wie ihr sagtet, es war nur eine Marionette des Nicebergs, da bin ich mir sicher. Und mit seinem Tod sind auch die Beweise ihrer Beziehung gestorben. Die verdammten Nicebergs, immer gelingt es diesen Würmern, sich aus dem Stück herauszuwinden, den sie sich selber geknotet haben. Tut mir leid, kann ich noch also für euch erledigen. Nein, im Augenblick nicht. Hier ist die Entlohnung für eure bisherigen Leistungen. Ich will mich ein wenig zurückziehen, ich muss mich um diese
Ich muss mich um die Erdigung meines Sohnes kümmern. Tu dies doch, wisset. Ulvina Eisberg zu stellen obliegt mir. Diese Hexe hat genug Unheil verbreitet. Darüber wird sich rechenhaft ablegen müssen. Er hält meinem Sohn sehr. Er würde an eurer Seite kämpfen, wenn er noch leben würde. Wenn ihr es wirklich ernst meint, begibt euch zum Kontor der Haus Eisberg. Da hält sich Ulvina die meiste Zeit auf. Viel Erfolg, Pilke. Für eine Handvoll Dukaten. Stell Ulvina Eisberg. Ich muss Ulvina Eisberg stellen. Sie hat sich in ihrem Kontor verkrochen. Das wird ihr jetzt nicht mehr nützen. Okay, da können wir uns dann im nächsten Part rum. Ich weiß nicht, ob wir es direkt im nächsten Part machen, wenn ich ehrlich bin. Weil das ist ein ziemlich harter Kampf, der uns da erwartet. Das ist mit einer der härtesten Kämpfe des ganzen Spiels. Und ja, ich denke, mit unserem Team könnten wir es schaffen. Ich habe ja genug Heiltränke und Zeug haben wir ja eigentlich. Mal ganz kurz in mein Alchemiebuch mal gucken. Da bräuchte ich ein Rezept für einen Heiltrank. Ich habe keine Ahnung, wo das herbekommen könnte. Dann würde ich vielleicht mal ein paar Heiltränke herstellen, also für den roten, weil wir können die auch kaufen, weil die sind ziemlich teuer. Klar, mit genug Geld dafür. Aber trotzdem. Okay, ich gehe mal noch zum Breiersplatz und da beenden wir den Part. Da haben wir auch noch eine Nebenaufgabe, die wir machen müssen. Taverne sollen Trolle sein. Ja, wir haben ganz viel Schmarrn dabei. Na gut. Ich würde sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Drachengesang. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.